Und es geht wieder weiter mit den X-Digimon Teil 7, diesmal mit dem Buchstaben G. Und da das letzte Video relativ kurz war und wenige Digimon beinhaltet hat, wird dieses Video natürlich ein bisschen länger und erscheint dementsprechend auch etwas früher. Als erstes Digimon hätten wir hier Krabmon. Jetzt wundert man sich vielleicht, warum es beim Buchstaben G ist, ganz einfach. Im Japanischen heißt es nämlich eigentlich Ganimon. Krabmon selber, naja, das ist ja sowieso schon so ein bisschen zackig, was daran liegt, dass es halt auf eine Krabbe basiert. Aber es sieht zugegeben ziemlich schlicht aus. Die X-Version dagegen ist natürlich dann auch zackig. Nicht so zackig wie einige andere, aber etwas zackiger, das sieht man auf jeden Fall. Ich finde aber, dass es etwas cooler aussieht. Es wirkt so viel mehr, als wäre es zum Beispiel aus Stein und irgendwie auch viel bösartiger und aggressiver und für so ein Rookie-Digimon schon etwas furchteinflößend. Allerdings muss man sagen, kreativ sind beide nicht. Als nächstes hätten wir hier Garudamon. Das Digimon kennt ja irgendwo jeder, ist klar. Die X-Version muss man sagen, also ich finde schon mal gut, dass es halt erstmal nicht zackiger ist. Das ist schon mal ganz okay. Allerdings halten sich die Änderungen natürlich schon so ein bisschen, naja, also im Rahmen. Im Groben und Ganzen ist Garudamon und Garudamon X so ziemlich dasselbe Digimon, ein humanoider Vogel im Indianer-Style. Nur die X-Version greift natürlich dieses Indianer-mäßige noch ein bisschen mehr auf, indem es halt eben natürlich mehr Federn halt hat, also den Kopfschmuck, und auch grundsätzlich so eine Hose trägt. Das war ja jetzt beim normalen Garudamon nicht der Fall. Zumindest sieht es nicht wie eine Hose aus. Und ja, von daher ist die X-Version irgendwie schon noch ganz interessant. Ich muss aber sagen, so farblich bleibe ich doch eher bei der normalen Version. Dann haben wir Gasimon. Ich verstehe bis heute nicht, warum es heißt, dass Gasimon mit Gaumon verwandt sein soll, weil Gasimon für mich eigentlich wie ein Schneehase aussieht. Es ist auch irgendwie ein bisschen cool, aber schon schlicht, muss man sagen. Die X-Version, ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie zackiger ist, auch wenn die Krallen natürlich schon ein bisschen mehr vorstechen, aber Krallen hat es ja trotzdem vorher auch gehabt. Naja, sie sieht ein bisschen eigenartig aus. Also schon so ein bisschen wie so ein Killer-Kanickel, könnte man sagen. Der Schwanz gefällt mir eigentlich hier überhaupt nicht mehr. Vorher war er ja auch schon so dreigeteilt, aber dann auf einmal so total lang und so. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, oh, super Änderung. Und eigentlich sieht es genauso aus wie die normale Version, nur dass eben alles länger gemacht wurde. Die Zähne, die Ohren, die Füße und die Hände und halt die Krallen, ne? Klar, es wirkt etwas bösartiger für einen Rookie-Digimon, genauso wie bei Krabmon X halt. Ist es schon so, dass es etwas wild und auch sehr gefährlich wirkt, aber kreativ würde ich das jetzt nicht nennen, weil die einzigen Unterschiede, abgesehen davon, dass es aggressiver wirkt, ist halt, dass es noch solche Armgurte an den Händen hat. Gesumon selbst ist halt einfach nur ein Tintenfisch. Aber ich muss sagen, auch wenn es nicht kreativ ist, ich finde es eigentlich cool. Der X-Vision rechne ich zwar an, dass es nicht so zackig ist und ich finde auch die Pursings nett, aber kreativ ist das jetzt auch nicht gerade. Die Tentakeln, mit denen es vorher angegriffen hat, haben jetzt einen eigenen Mund und es hat mehr Zähne und um ehrlich zu sein, sieht es ziemlich albern und lächerlich aus. Wie ein aufgepumpter Tintenfisch, den man mit Tokumon gemixt hat. Also wirklich nicht mein Fall und auch nicht kreativ. Dann haben wir Gotramon. Einfach nur ein Schlangendrachen, meiner Meinung nach nicht unbedingt sonderlich cool oder kreativ, gibt halt bessere Drachen-Digimon aus meiner Sicht heraus. Mich stört halt eigentlich irgendwie ein bisschen die Maske, die sieht langweilig aus und dass es so richtig knallig Gold ist und da passt das Rot und der blaue Handschuh nicht so gut dazu. Ich muss sagen, mir gefällt die X-Version da etwas mehr. Zugegeben, die Flügel und die Maske sind natürlich etwas zackig, da es aber sonst eher Rundungen hat, finde ich das gar nicht so schlimm. Es macht halt nur einen Teil von seinem Körper aus. Und ich muss sagen, dass das Gold hier nicht so kräftig ist, da passt es irgendwie mit dem Rot besser zusammen. Ich finde auch die Rüstung, die es hat, ganz gut. Dass es ein bisschen kräftiger ist, finde ich eigentlich auch ganz gut. Also generell ein bisschen dicker halt. Und ich muss sagen, auch die Maske gefällt mir hier mit den Zacken doch etwas mehr als wie bei der normalen Version. Kommen wir als nächstes zu Gomamon, der kleinen Robbe, die im ersten Moment vielleicht nicht wie eine Robbe aussieht. Und wenn man sich eine normale Robbe anguckt, sieht Gomamon natürlich schon ein bisschen kreativ und cool aus. Die X-Vision kann man natürlich überhaupt nicht verwechseln. Das ist halt Gomamon. Ja, diese lilanen Symbole, die er so hat, die wurden so ein bisschen umgeändert. Und was natürlich auffallend ist, ist die rote Mähne. Ich muss sagen, bei Gomamon selbst finde ich die Mähne ein bisschen cooler, weil die Haare halt so hoch gestylt sind. Bei der X-Vision finde ich das nicht so toll. Dafür finde ich es aber gut, dass es vorne auch noch so ein bisschen rote Mähne hat. Das und auch insgesamt das ganze Aussehen von dem Gomamon X finde ich eigentlich schon ganz niedlich und es wirkt wie so ein kleiner Rabauke. Ich mag beide Versionen, ich gebe es aber zu, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher für das normale Gomamon stimmen. Das mag ich dann doch noch ein klitzekleines bisschen mehr. Weiter geht es mit Gotsumon.
Das ist ja so gesehen einfach nur ein humanoider Stein, also nicht gerade sehr kreativ. Die X-Vision dagegen, naja, also es ist gut, dass sie nicht zackiger ist. Im Gegenteil, es ist eher so rund und ein Sumo-Stein. Ob es einem jetzt gefällt, ist natürlich eine andere Frage. Ich meine, ich finde es gut, dass man auch hier wieder ein Rookie-Digimon gemacht hat, das etwas bedrohlicher und gefährlicher für so ein Rookie-Level aussieht. Aber irgendwie einfach nur ein bisschen dicker gemacht und dann diese zwei fetten, ich weiß nicht, Hörner auf seinen Kopf. Das ist jetzt nicht ganz das, was mir so gefällt. Ich finde es nicht unbedingt schlecht. Kreativer ist es dadurch jetzt aber auch nicht. Ob das jetzt nun so ein kleines Steinkind oder ein Sumo-Stein ist, das macht es auch nicht besser. Jetzt kommen wir wieder zu einem etwas bekannteren Digimon, Growlmon. Ich finde, Growlmon ist natürlich schon eigentlich ganz cool, wobei es bei den Artworks immer so ist, als ob der Kopf und der Oberkörper ziemlich klein wären und es danach irgendwie immer breiter wird. Was die X-Vision angeht, ich weiß nicht, es ist absolut irgendwie nicht mein Fall. Ich meine, ich würde nicht sagen, dass es viel zackiger geworden ist, wobei ein bisschen schon, wenn man sich so den Kopf anguckt vor allen Dingen und auch ein bisschen den Schwanz, aber man würde, glaube ich, Growlmon gar nicht so richtig erkennen. Es wirkt irgendwie nicht richtig mehr wie so ein kräftiger Dino, sondern eher so in Richtung Flamedramon oder sowas halt, könnte man sagen. Eher in Richtung Drachen. Und ja, hier sieht man dann ganz besonders, dass der Kopf und der Hals sehr schmächtig und der rechte